Mein Name ist Silvan Claudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee Tamás Georgadze, der CEO von Raisin. Ich werde zu einem der deutschen Startups mit den größten Finanzierungsrunden momentan, also wenn man sich da einfach mal die Bundesliga anschaut, in Anführungszeichen. Man spricht in Amiland oft von Toxic Money, was halt auch passieren kann. Auf einmal fließt viel Geld in Unternehmen, das verändert unglaublich viel. Das zieht vielleicht auf einmal andere Leute an, weil sie einfach nur gesehen haben, okay, die sind jetzt gerade irgendwie auf dem aufsteigenden Ast. Wir sprechen ja hier über Unternehmenskultur. Ich frage mich, ob sowas generell die Unternehmenskultur verändern kann und vielleicht bei euch auch irgendwelche Stilblüten, die das geworfen hat. Habt ihr das gemerkt, dass das was verändert hat? Wir versuchen so zu bleiben, wie wir sind, weil das ist auch der Grund, warum die ersten Mitarbeiter zu uns gekommen sind und das, was die Unternehmenskultur geprägt hat. Also Beispiele, wir alle drei Gründer, wir alle sind auch Geschäftsführer und in der Firma, also was auch nach 7 Jahren zum Teil unüblich ist. Wir sitzen alle in Großraumbüros bei unseren Teams. Also das heißt, wir sind nicht irgendwie weggeschlossen oder in Einzelbüros. Keiner in unserem Büro hat uns inklusive Sekretärin. Und wir nehmen an allen Teammeetings selber teil, machen unsere Kalender und so weiter und so weiter. Das heißt, irgendwie, wir sind Teil vom Team und haben genau die gleichen Perks oder Non-Perks wie die anderen Kollegen. Auch in Social Events, wir sind alle dabei. Also wir machen beim Sport mit, wir haben Friday Gatherings, wo wir mitmachen. Also wir sind ganz normal Teil vom Team und so, so bleibt es auch. Auch der Schlag der Leute, die wir anziehen, die wollen halt tatsächlich eine Mischung von digital, innovativ, neues Produkt und wollen tatsächlich Kundenmehrwert schaffen und zugleich die Firma ist immer so aufgesetzt, dass wir konservativ finanziert fahren, ja, weil wir am Ende über 100 Finanzinstitute bedienen, zum Teil im Outsourcing-Verhältnis. Aber wir müssen halt viel Cash auf dem Konto haben, weil... Auch für Trust wahrscheinlich. Klar, und, weil ja. die nächste Audit und die nächste Bank fragt halt auch, wie lange der Cash reicht und was unsere Planung ist. Und da müssen wir relativ viel aufweisen. Also das heißt, das passt zur Unternehmenskultur, dass wir eher down-to-earth konservativ sind. Das wird auch von Mitarbeitern geschätzt und das wollen wir auch so auf jeden Fall beibehalten. Mhm. Und wenn wir schon über Unternehmenskultur sprechen und gesunde Unternehmenskultur, also eine Firma mit einer nicht gesunden Unternehmenskultur kann genauso erfolgreich sein, glaube ich, mindestens kurzfristig. Ich glaube, dass Kultur einen langfristigen Effekt hat. Das heißt, wenn du durch ein Pivot durchgehen musst oder wenn du schwere Zeiten durchmachst, dann ist Kultur das Fundament, was du brauchst, um sowas zu überleben. Mhm. Wenn man das aber zu Ende denkt, dann ist ja Kultur schaffen fast eine taktische Entscheidung, für die man sich entscheiden kann oder auch gegen entscheiden kann. Mhm. Siehst du das so? Ich sehe, das ist so eine fundamentale Entscheidung, die ist, glaube ich, bei mir oder bei uns emotional anders getrieben. Und zwar, ich bin von meinem alten Arbeitgeber im Guten gegangen und hatte auch sehr gute Berufsperspektiven da weiterhin. Mhm. Aber der Haupttreiber war für mich, ich möchte... Also erstens tatsächlich die Motivation und die Vision, also was möchte ich erschaffen, aber zweitens, ich möchte Spaß auf der Arbeit haben. Mhm. Und das ist ja man hat nur Spaß, wenn man auch bei anderen Spaß perzipiert. Also mir ist es halt wichtig, dass die Leute auch mit Leidenschaft und mit Lächeln im Gesicht und mit Motivation dahinter sind. Wenn es nicht ist und wenn man tatsächlich auch merkt, ja, also wie bei so einer Großbank, da sind tatsächlich Leute, die eher auf den nächsten Gehaltscheck warten und dann tatsächlich auch nicht jetzt durch die Arbeit, sondern vielleicht durch die familiäre Situation oder durch andere Sachen, Hobbys motiviert sind. Aber die Arbeit ist das, was man tun muss. Wenn ich das erlebe, dann geht manchmal meine Motivation runter und mein persönlicher Grund, warum ich eine Firma gegründet habe, der ist dann auch weggefallen. Also das heißt, für mich ist das Bestandteil des ganzen persönlichen Deals, warum ich das hier mache, ist, dass ich Spaß empfinde und ich empfinde nur Spaß, wenn die anderen auch Spaß empfinden hier. Arbeitszeit ist Lebenszeit am Ende, ne? Muss man natürlich sagen. Klar, ich verbringe hier mehr Zeit als bei mir, muss man sagen, im wachen Zustand. Deshalb ist das schon wichtig. Hauptsache, es ist genauso gemütlich hier, ne? Also, Office ist ja ganz hübsch, also da kann man sich irgendwie einrichten. Ansonsten frage ich mich auch rund um das Thema Unternehmenskultur oder
Führung vielleicht auch beides wieder verglichen. In welchem Verhältnis stehen eigentlich bestimmte Begriffe? Also die Begriffe Management und Coaching und Leadership und Mentoring. Irgendwie wirken die so ähnlich, aber wie grenzt man die eigentlich ab und wann ist was wichtig? Vielleicht auch jemand, der gerade erst Manager geworden ist. Also wie würdest du die Sachen beschreiben? Ja. Okay, also wir haben auch, also ich glaube, die Begriffe sind sehr schwer zu trennen, aber in der Tat, wir nutzen die Begriffe so für gewisse, also Management ist für uns tatsächlich die erste Führungsebene, die am Ende das Groß der Entscheidungen trifft und am Ende sowohl, also tatsächlich diese ganze Balanceakte dann in Teams übertragen muss und dann am Ende auch die Entscheidungen dann auch implementiert, durchzieht, das Talent anzieht und die Teams weiterentwickelt. Diese und die nächste Ebene bekommt auch Coaching. Coaching heißt, das ist nicht ein Vorgesetzter, idealerweise nie ein Vorgesetzter. Man kann in Ausnahmefällen auch den Vorgesetzten haben, der ein Coaching-Verhältnis aufbaut, der das natürlich voraussetzt, dass man ein gewisses Grundvertrauen hat und dass man jetzt nicht im beruflichen Abhängigkeitsverhältnis zueinander ist. Wir tendieren dazu, jedem Mitarbeiter auf den Ebenen die Wahl zu lassen, externen Coach oder internen Coach zu nehmen. Also das gibt es beides. Also tatsächlich jemand, der in unrelated Bereich arbeitet, wo man sagt, aber ich finde ihn eigentlich sehr gut, wie er die Sachen macht. Ich möchte von ihm lernen und er hat den Kontext besser, kann es genauso gut machen wie ein externer Coach. Mhm. Und es gibt beide Optionen. Mentoring ist, wir haben tatsächlich ungefähr 10-15% jedes Jahr, die wir in unser Talentprogramm reinbringen. Das sind tatsächlich die nächsten Führungskräfte, die eine Kombination aufweisen von super Leistung gebracht, also tatsächlich irgendwie Heldentaten, mit der kann es sehr gut ins Management schaffen. Und die bekommen Mentoring. Also Mentoring heißt tatsächlich, das ist meistens intern, aber eben nicht eigener Vorgesetzter. Und Mentoring ist eher berufsbezogen. Also wie bekomme ich Skills, die ich für die nächste Stufe brauche? Wie werde ich in der Firma erfolgreich? Was sind Sachen, die ich mir aneignen muss? Was sind irgendwie Mittel, die ich haben möchte? Also das heißt, es gibt alle diese Shadings gibt es intern und die haben alle ihre eigene Bezeichnung. Am Ende ist es für uns, was ist jetzt tatsächlich für ein Startup das Schwierigste? Man bekommt am Anfang sehr, sehr gute Leute, aber nicht alle sind geborene Führungskräfte und nicht alle sind quasi, haben Leadership-Erfahrung. Ja? Und man wächst und das gibt immer ein Trade-off, bekommt man einen externen, der halt quasi schon was Ähnliches gemacht hat, der schon da ist, oder man will eigentlich auch interne promoten. Und da standen wir auch zu einem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, es kommen sehr viele Externe dazu und wir müssen aber eigentlich eigenes Talent entwickeln. Und da haben wir auch sehr viel mehr Fokus auf Mentoring, Coaching, Talentprogramm und Zeit mit den Kollegen verbringen, wo man sagt, die machen super Arbeit eigentlich, wenn die es gut lernen, dann können die auch Führungskräfte hier sein. Das ist spannend, das wirkt das zweite Mal sehr, sehr methodisch für mich. Erinnert mich gerade an ein Buch von Reid Hoffman, das heißt Blitzscaling. Ich weiß nicht, ob du das zufällig gelesen hast. Ist ganz spannend. Er hatte gesagt, dass es im Prinzip unterschiedliche Unternehmensgrößen gibt und dass mit der unterschiedlichen Unternehmensgröße musst du dann halt auch bestimmte Methoden oder bestimmte Meetings, wie du das vorhin auch beschrieben hast. Ne? Ihr habt irgendwie am Whiteboard angefangen und später wurde es dann in Townhalls. Und er hat das so schön klassifiziert oder so einen Vergleich gezogen. Er hat halt gesagt, dass wenn du halt eine Familie bist, dann kennst du jeden. Irgendwann bist du ein kleines Dorf, dann kennst du wahrscheinlich jeden, aber die sind ein bisschen weiter entfernt. Irgendwann bist du eine Stadt, irgendwann bist du eine Nation. Und die Mittel, die du brauchst, um zu kommunizieren und gemeinsam zum Konsens zu kommen, die sind ja ganz logisch anders in der Nation als in einer Familie. Klar. Also ich fand irgendwie diesen Vergleich ganz schön, wie er das beschrieben hat. Da habt ihr wahrscheinlich auch durchlebt, so ein bisschen. Ne? Ja, klar. Also das auch die, also ich glaube, das, was sowohl Kommunikation tatsächlich zu jedem, wie auch die Entscheidungsfindung sind auch unterschiedlich und wie man die Leute einbindet, weil am Ende, also zu 10 kannst du Offsite machen und alles entscheiden und zu 350 musst du dir überlegen, wer entscheidet was und wie wird es denn durchkaskaliert. Ja, und wusstet ihr, an welchen Grenzen diese sprungfixe Skalierung passiert oder ist das einfach euch in dem Moment klar geworden? War das vorher schon da? Wir laufen dem eigentlich immer nach, weil das ist so, man ist ja auch Gewohnheitstier, also wir machen es halt so und dann man merkt zu irgendeinem Zeitpunkt, das geht so nicht mehr. Und irgendwas Externes passiert, also das gibt dann entweder vermehrt Beschwerden oder die Leute sagen, okay, also da gibt es irgend so einen Breakdown, weil ich dachte eigentlich so und dann passiert so und das ist, müsst ihr halt formalisieren, wenn ihr in der Runde spricht und dann es wird gezwungen von außen, dass wir das dann anpassen und dann uns die nächste Stufe überlegen.
Und generell, ist Unternehmenskultur bauen, ist das eine Kunst oder eine Wissenschaft oder beides? Ich glaube, wir haben beides. Also wir haben einmal ist persönliche Präferenzen, also tatsächlich dieses Lust darauf ins Büro zu kommen, Leute einstellen. Also wir haben eine Einstellungsdimension, ist tatsächlich fit, also personal fit. Und personal fit ist, würde ich mit der Person gerne abends ein Bier oder Tee oder was auch immer trinken, finde ich entspannend genug und finde ich, dass es auch ein integrer Mensch ist, mit dem ich meine Zeit verbringen will. Das heißt, das ist so eher tatsächlich so, wie es gewachsen ist, mit welchen Präferenzen wir herangekommen sind und was wir schaffen wollten, was sich nicht ändert. Das Zweite, wo wir methodisch rangegangen sind, ist eher, welche Art von Leuten wollen wir anziehen und wie retainen wir. Da sind wir schon ein bisschen methodischer vorgegangen. Und unser Ursprungspunkt war, wir hatten vor 3-4 Jahren so ein bisschen Spike in Attrition gehabt und uns dann angefangen zu fragen, warum sind eigentlich überhaupt Leute hier und wie können wir die halten und was ist so unser Value-Add als die Firma. Da hat es auch tatsächlich mit diesem Gehaltswettbewerb sehr zugespitzt und What for Talent und dann, wir wollen halt nicht mit jedem, mit jeder Gehaltsstufe mitgehen und da ist die Frage, was ist dein Value-Add als Firma. Und da hatten wir sehr viel auch Telefonate gemacht mit US-Companies, mit externen Consultants gesprochen, also HR-Consultants und sind zur Ansicht gelangt, weil das unser Value-Add kann nur einer sein, weil die Leute, also deren Perspektive ist kürzer, die Leute wechseln öfter und man hat nur Erfolg gehabt beim Mitarbeiter, wenn er beim Gehen sagt, ich bin jetzt am Markt doppelt so viel wert und habe irgendwie tatsächlich echt was gelernt. Ja? Und das war, deswegen war es eine gute Station. Jeder wird irgendwann mal gehen, aber wenn er danach zurückblickt und sagt, irgendwie, das war der beste Arbeitgeber, weil ich bin weitergekommen, das ist halt echter Erfolg. Und daraufhin haben wir dann sehr vieles umgestellt und eingestellt. So tatsächlich von eigenen Budgets für Personalentwicklung. Also das heißt, jeder hat sein Trainingsbudget, jeder kann auch frei darüber bestimmen. Was muss ich für Skills, Soft Skills und Hard Skills für die nächste Stufe? Das ist tatsächlich in jedem Bewertungsstadium ist das auch eine Dimension, also tatsächlich konkretes Programm für die nächste Stufe entwickeln. Also beispielsweise unsere Alumni, also wir haben ja keine, aber wir pflegen die Beziehungen, mögen das, dass, wenn die erfolgreich sind. Also das heißt, irgendwie, das ist so Teil der Kultur, wo wir auch die Verbindung mit denen behalten und auch die wieder zu uns zurückkommen und sagen, guck mal, ich habe hier eine Firma gegründet oder ich habe das gemacht oder ich bin dahin gekommen und genau, also am Ende das ultimative Ziel ist natürlich, wenn die Leute glauben, auch die Rollendefinition, wir versuchen jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, tatsächlich in auch komplett anderen Bereich zu wechseln, also neue Sachen auszuprobieren, neue Skills anzueignen, mit dem Ziel, dass für die Leute, wenn die persönlichen Mehrwert sehen und sehen, dass die weiterkommen, dass die natürlich bei uns länger bleiben, ja? Weil das bleibt spannend und deren Marktwert erhöht sich.